Es geht weiter mit den Grand Prix im 150er CCM heute. In Mario Kart DS. Im letzten Part haben wir ja schon mit Daisy und mit Waluigi gespielt. Also fehlen uns nur noch ganz wenige Charaktere, mit denen wir nicht gefahren sind. Da sind Wario und DK. Und ich glaube, ich nehme diesmal den geldgeilen Wario. Mit welchem Kart wäre bei mir die Frage? Welches Kart? Oh. Der könnte nice sein, aber ich glaube nicht, der hat schlechte Items. Der Bagger. Nee. Der Standardkart. Ja, wir nehmen diesen hier, den Bike oder den Trike. Wir nehmen den hier und heute kommt der letzte Retro Cup. Und zwar der Blitz Cup. Let's go. Ich hoffe nur, wir werden heute nicht so wie im letzten Part betrogen. Denn das war schon was. Das war so schon was. Wir wurden sogar im Battle-Modus mehr betrogen als hier. So, aber okay. So, schön Yoshi auf die Piranha-Pflanze gestoßen, nice. Doch ich glaube, er wird sich rächen wollen. Und der Drift in diesem Kart ist so scheiße. Wow, ich bin über die Banane gesprungen, nice. What the hell? Ja, genau. So. Du hilfst mir, danke. So. Ein Item kriege ich auch nicht, ja moin. So. Der Drift in diesem Auto ist leider nicht so gut. Aber okay. Also in diesem Kart. Das ist eher kein Auto. So, Knochen trocken. Take this. Oder das. Oder das. Ja, mit eigener Shell treffe ich mich. Ja, genau. Was war kurz? Was ist hier mit der Musik los? Keine Ahnung. So, ja, hier wurde ich leider auch betrogen. Aber zumindest ist es der vierte Platz. Dafür muss ich mir jetzt was gönnen. Und zwar einen Drink. Hier werde ich viel einen starken Tee gebrauchen können, denn das hier ist einfach nur Betrug. So, ich hoffe mal, die CPU-Gegner werden jetzt von den Buhus erschreckt. Im Spukpfad. Mal sehen. So. Mal sehen. Hau ab, DK, hau ab. Einfach nur haut ab. Ihr könnt alle auf den letzten Platz abhauen. Dahin gehört ihr auch. So. Ich muss in euch etwas reinschleudern. Ich glaube, hier mit dem Pilz gibt es eine Abkürzung. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Und zwar nicht. Ja, oh, Stachi. Der bringt aber mir nicht viel. Der wird nur den Erstplatzierten davonhauen. Aber die anderen nicht. Kugelwili, wow. Der ist nice. Kugelwili, hitte sie alle weg. Ja, ein paar Plätze gut gemacht. Nice, danke Peach. Und jetzt wird es auch Zeit für dich abzuhauen. Ja, nice. So, aber ein bisschen vom Speed abnehmen, damit ich nicht hier in die Druckwelle des Kugelwillis gelange. So. Autsch, 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 autsch. Die Fledermäuse oder die Flap-Flaps tun ein bisschen weh. Trifft das sie? Nein. Das trifft sie leider nicht, aber jemanden hat es getroffen. Scheiße. Nein. Nein, DK. Oh, zum Glück. DK hatte eine rote und der Blitz kam eigentlich
zum rechtzeitigen Zeitpunkt. Denn er hat mir so mehr oder weniger geholfen. So, und Daisy, du kannst diese Banane fressen. Haha. Die passt ja schön zu dir. Die ist auch gelb. Und die drei Bananen kannst du auch fressen. Ich muss nur aufpassen, dass keiner hier einen Stachi hat. Denn ein Stachi kann mich fies auf den Platz, auf den dritten oder anderen Platz hauen. So. Nein! Ich sagte nein! Der erste Platz gehört einzig mir und mir alleine. So, nice. Ich bin der geldgeile Wario. Der reichste Mensch in ganz Pilzkönigreich. Doch dann kam Mario mit New Super Mario Bros. 2 und hatte 999.000 Münzen. Yay. Das war so das Blöde von Nintendo mit diesen 999.999 Münzen einzuführen. Oder 9 Millionen war das sogar, keine Ahnung. Das war die blödeste Idee, die die jemals hatten. Echt jetzt. Das macht keinen Fun, einfach nur. Aber egal. Das Spiel war trotzdem okay. Also, es war toll vom Spielerlebnis, aber nicht von der Schwierigkeit aus. Mensch, ich fahre so schlecht. Aber wenn ich so schlecht fahre, dann kann ich auch nichts Schwierigeres erleben. So. Der Goldpilz hat gereicht. Danke. Nice. Nice, da habe ich sogar einen zweiten gekriegt. Das hilft mir auch ein bisschen. Fast auf den ersten Platz hilft mir das zu Daisy. Aber zu ihr muss ich mich noch ein bisschen vorarbeiten. So, das mit der roten war ein bisschen blöd, aber okay. Mit der grünen, das war nicht die rote, so. Yes. Hätte ich diesen Sprung nicht verkackt, hätte ich sie überholt. Hätte ich sie überholt, hätte ich sie eiskalt überholt. Hätte ich diesen Sprung nicht verkackt. Aber es besteht noch eine Chance. Nicht den Kopf hängen lassen. Wenn ich hier jetzt was Gescheites bekomme. Ja, drei Pilze. Ist nicht so das Geilste, aber für den zweiten Platz reicht es. Zumindestens. Doch Daisy bleibt immer noch mein Erzfeind. Und in der letzten Strecke werden wir sehen, kriege ich den ersten Platz oder nicht. Wir sind jetzt diese Strecke auch im Missionsmodus gefahren. Ja. Ich erinnere mich aber nicht, was für eine Mission da es war. So, kriege ich einen Pilz? Ja, aber zu spät. Ich werde die Pilze jetzt nicht einsetzen, denn ich will sie für eine bestimmte Abkürzung sparen. Zumindest einen. Und zwar hier. Die gibt es nicht! Scheiße, die gibt es in Mario Kart DS also auch nicht. Oh nee. Das darf nicht wahr sein. Okay, Kugelwille, du bist meine letzte Hoffnung. Balla! Okay, wenn ich hier jetzt Pilze kriege. Okay, Kugelwille auch nicht schlecht. Sogar besser als Pilze. Aber das mit der Abkürzung war schon echt blöd. So, Item. Daisy, du bist auf der 4.
Was machst du denn hier auf der 4? Du musst auf die 8, nice. Ich bin in der Kurve. Ich habe in der Kurve sie überholt. Nice. So, Peach, du gehörst weg. Daisy eigentlich auch. Ich würde sogar knochentrocken mehr den Sieg gönnen als Daisy. Weil Daisy ist für mich eine größere Gefahr als knochentrocken. Deshalb werde ich sie auch jetzt überholen und ihr eine so richtig reindrücken. Hau ab. Alte Sau! Ha! Sie wurde auch von der Druckwelle erwischt. Das war auch mein ursprünglicher Plan. Und jetzt trägt sie den Stachi. Kurz vorm Ziel. Und ich gern auf die 1 gehen. Und ich habe Glück, denn Daisy ist die 5. Nice. Das bedeutet, ich krieg den ersten Platz. Yeah. Nice. Da hat Mario Kart auch ein bisschen Verständnis mit mir. Endlich mal. Endlich mal hat Mario Kart ein bisschen Verständnis mit mir. Yes. Und da der Part wieder zu kurz wäre, kommen jetzt noch die Credits. Ich glaube, das sind dieselben Credits wie da bei dem Missionsmodus. Stimmt's? Oder? Und ich kann sie, glaube ich, nicht skippen. Oder? Nein, ich kann sie leider nicht skippen. Also müssen wir kurz mit den Credits leben. Also, sie gehören dazu. Und damit wären die Credits auch am Ende. Danke für dein Interesse. Gern.
Nintendo sollte aber mehr solche Spiele machen. Okay, jetzt kommen wir von den traurigen Gedanken weg und gehen zum Wettkampf zurück. Und zwar diesmal zu den Ballon, zu der Ballonballerei. Heute mit... Mit wem denn? Bowser, mit dem fiesen Bowser. So, Kommkraft wieder schwer. Kurs wählen, Rennregeln mache ich auf 4 Siege. Teams aus und let's go. So, wir haben im letzten Part die ersten 4 Stages gespielt. Das Ding ist aber, die Stages unterscheiden sich vom Modus, glaube ich. Also der Nintendo DS auf jeden Fall. Also dann spiele ich heute den Nintendo DS zuerst. Wieso sieht der Nintendo DS so aus? Und nicht wie der echte DS aus? Keine Ahnung. Okay. Und in der Ballonballerei ist es, glaube ich, ganz einfach. Man muss einfach nur den Gegnern sein, die Ballons abschießen oder klauen. Man rammt sie zum Beispiel und ist dumm wie ich. Also ihr habt mich verstanden, glaube ich. Man rammt die Gegner. Das ist die beste Idee, die es gibt, um sich ein paar Ballons dazu zu gewinnen. So, denn mit Durchrammen kann man sich Ballons dazu gewinnen. Und wenn man halt sie alle verliert, dann fliegt man raus. So. What the hell? What the hell, what the hell, what the hell? Zack. Ich hab 3 Ballons. Ja, moin. Ich könnte einen Pilz vielleicht gebrauchen. What the hell? Nein! Und Yoshi bleibt als erster übrig. Okay. Oh nee, ich bin ja so von dumm. Ich brauche ja 4 Siege, um zu gewinnen. Ich bin dumm. Wieso ist die DS-Stage so ein bisschen verbuggt, verstehe ich nicht. Das verstehe ich nur nicht. Leider, aber okay. Was soll's? So, eine rote im Gepäck zu haben, ist immer das Beste. Denn die roten sind halt die besten. Sozusagen. Die roten sind die besten. So, und es laggt. Keine Ahnung wieso. So, DK, du bist mein nächstes Ziel. Oder hat sich es auch gelohnt, auf DK zu gehen? Oben zu bleiben ist eigentlich keine so schlechte Idee, aber nicht meins. So, Daisy. Du hast kein Schutz-Item. Hä, was ist gerade passiert? Ich wurde von meiner eigenen Roten getroffen. Nice. Nice. Ja, come on, ich hatte eine Shell. Nein, Peach, wehe. Wer jemand von euch schickt mich jetzt dahin? Wehe. Nein. Ja. Das ist sowas von traurig. Okay, dann spielen wir jetzt noch die 6. Stage, Röhrenplatz. Und dann noch eine zufällige Stage.
Und dann ist auch dieser Part zu Ende. Also, Insignieren Diebstahl gefällt mir besser. Hä, hey, was? Weil ich in dieses Ding eingestiegen bin, in die Röhre, habe... Nicht euer Ernst. Nee. In diese Röhre eingestiegen und sofort einen Ballon verloren. Nice. Oh. Da könnte ich jetzt jemanden rammen, um einen Ballon zu kriegen, aber das hat leider nicht geklappt. So. Scheiße, dumm muss man sein. Wie dumm muss man sein. So, weil Luigi hat eine Bombe. Da sollte man lieber aufpassen. Und es wäre nur bad, wenn ich jemanden rammen würde. Nice. So. Yoshi. So, es sind jetzt ganz wenig Spieler übrig. Und Wario hat einen Stern. Aber ich könnte jemanden mit einem Ballon rahmen. Vorsicht, DK hat eine rote. Ich habe 3 dafür. Haha. Haha. Nice. Daisy und ich sind die einzigen. Ich brauche hier gute Items, um sie treffen zu können. Diese mit ihrer roten. Ja, moin, sie kriegt einen Stern. Oh oh. Ich brauche ein Item zum Schutz. So. So, da hat sie jetzt ihren Stern eingesetzt. Aber wenn er weg ist, kann ich sie hitten. Es hat noch für mich gezählt. Nice. So. Okay, ich wähle auf Glück. Keine Ahnung welche. Ja, die süße Torte, komm. Obwohl, ihr könnt mir jetzt nicht glauben, dass ich auch Glück gewählt habe. Ach, egal. Spielen wir halt die süße Torte von Prinzessin Peach, die sie zu Mario 64 gebacken hat. So. Und mal sehen, wie wir uns hier schlagen werden. Den Pilz habe ich leider verschwendet. So. Yes, so macht man das. Genau so. So ein bisschen im Kuchen rumplanschen oder in dieser Ding. Soße. Soße auf dem Kuchen. Logik. Logik, einfach nur Logik. So, wen könnte ich rammen? Es ist immer das Geilste, jemanden zu rammen, denn da kann man sich ein paar Ballons schnappen für sich. Aber das klappt halt nicht immer. Leider. Hä, was? So. Wieso brüllt mein Motor jetzt so? Keine Ahnung. Jetzt brüllt er wie keine Ahnung was, Peach. Das war fies. Wow. Knapp an der Green Shell vorbei, kann man hier an Touchscreen sehen. Und in dieser Stage dauert es wirklich am längsten.
So. Es sind alle noch da. Okay, jemanden habe ich getroffen. So, ich will nicht als Erster rausfliegen. Man muss immer in Bewegung bleiben. Das ist der Clou dieser Sache. Der Clou dieser Sache hier. So, Buhu. Wird der für mich was klauen? Nein. So. Stern. Nice. Nur bringt er mir halt nicht viel. Da ich niemanden geschafft habe zu rammen. So, Vorsicht, Peach hat eine rote. Kann man am Touchscreen sehen. Und natürlich werden jetzt viele hinter mir her sein, weil ich der Einzige bin mit einem Ballon. Aber das ist mir Wurst. So, ich schleudere einfach nur meine grünen hin. Wurde ich echt jetzt von meiner eigenen roten getroffen? Grünen? Nee. Das war's für heute. Wenn euch der Part gefallen hat, dann werde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo. Aktiviert die Glocke und schaltet die nächste Folge ein. Bis dann und ciao.